seid ihr unterwegs, so in der Woche oder so im Monat? Im Monat sind wir ungefähr zweimal, vielleicht eineinhalb Mal. Also es gibt auch Wochen, wo halt mal gar nichts ist, ganz Wochen lang, aber dann halt manchmal auch drei Wochen hintereinander, so wie jetzt. Unterschiedlich halt. Aber schon sehr viel, also zweimal im Monat kommt schon hin. Außer im Sommer und im Winter, da ist halt nichts. Du hast ja damals, glaube ich, auch bei TAM gezockt, gell? Ja, habe ich. Ja. Wie war die Zeit da? Ja, war geil einfach, ja. Ich sagen. Ja. Ich meine, da habe ich ja mehr oder weniger gerade angefangen zu spielen. Ja. Das war das erste riesige Team, ein großes Team, was ich hatte. War genial. Wie ist es bei dir, wenn du sagst, dass Chef Gruppe nicht genug Zeit hatte für eure Ziele? Wie viel Zeit steckst du da rein? Wir trainieren halt ungefähr drei bis viermal die Woche und dann so ungefähr vier Stunden am Abend. Das hat er noch mitgemacht. Ja. Problem ist aber, dass man halt sonst noch viel Zeit investieren muss. Man muss selber für sich spielen, muss sich vielleicht Demos angucken und sowas. Und das konnte er halt alles nicht machen, weil er von der Arbeit halt voll eingespannt war. Und mittlerweile treffen wir uns halt so, gathern halt so und voll oft. Also insgesamt kommen da deutlich mehr Stunden zusammen als nur durch das Training. Wie machst du das mit der Arbeit? Machst du überhaupt noch was nebenbei? Ja, ja. Das ist eher andersrum. Also das ist schon noch, sehr spielen ist schon noch das Hobby. Und das, was ich hauptsächlich mache, ist halt studieren. Als Pro-Gamer, wie wichtig ist da die körperliche und geistige Gesundheit? Sehr wichtig. Das macht bestimmt 50% vom Spiel aus. Und wenn man das halt steigert, dann wird man auch deutlich besser im Spiel. Das hat nur was mit der Fitness zu tun. Da muss man nicht der Sportler oder so sein, aber wenn man halt ein bis zweimal in der Woche ein bisschen joggt, dann ist man ja schon fitter und fühlt sich auch besser. Einmal die Woche reicht. Ich glaube aber auch so schlafen, länger schlafen ist man auch teilweise, denke ich mal, wichtiger. Sag ich mal, er hat jetzt ESL gezockt, da wird jetzt irgendwie vielleicht noch trainieren, Demos angucken, dann ist man vielleicht schon teilweise vielleicht nach 12 noch wach und dann ist vielleicht 6 Stunden, 5 Stunden Schlaf auch nicht wirklich gut. Nee, also das merke ich auch, das ist ja von der Uni schon so viel Belastung für den Kopf und dann auch vom Spielen, also schon muss man schon manchmal öfters länger schlafen. Aber ich habe zum Glück öfters mal ein bisschen später in der Uni und dann kann ich halt ein bisschen ausschlafen. Das ist schon ganz gut. Und wichtig auch, sonst wird es echt nicht gehen. Wenn ich jeden Morgen um 7 aufstehe, müsste dann nicht klar. Das ich jetzt ja zocken. Ja. Solltest du dir schon ausschlafen? Wie sieht es mit Freundin aus? Hat man dafür noch Zeit? Ja. Aber eigentlich nur eine Freundin, die selber auch zockt, also die halt auch ein bisschen Zeit hat. Bei welchem Team spielt deine? So, weil wenn die ganze Zeit noch was? Bei welchem Team spielt deine? Wenn du jetzt kein Pro-Gamer wärst, 1.6 oder Source? Ja. Also meinst du anderes Spiel? Ja, Source oder 1.6, wenn du jetzt nicht unbedingt professionell Bereich hast. Hättest du dich dann schon umentschieden im Prinzip? Nein, so dann würde ich auch 1.6 spielen. Ne? Danke. Aber auch da wurdest du entdeckt und da hast du dich einfach mit dem Team hochgespielt. Also ich habe mit Freunden angefangen zu spielen in dem Team und dann habe ich mich so hochgearbeitet, immer Team für Team. Dann hatte ich mal teilweise kein Team, wurde dann von irgendwelchen anderen Leuten gefragt, mit denen ich vorher schon irgendwie Kontakt hatte. Und ja, so ist es dann auch am Ende zu Alternate Tactics gekommen. Wie lange war die Zeit, wo du dich dann sozusagen hochgespielt hast? Insgesamt 2-3 Jahre. Also schon länger, aber auch viel Zeit investiert.